Ja, Berlin hat in letzter Zeit zu viel auf das Mantra der privaten Wohnungswirtschaft gehört. Das Bauen, Bauen, Bauen ist im Grunde überhaupt nicht das Ziel der meisten BerlinerInnen. Wir brauchen leistbaren Wohnraum und wer kann den bauen? Vor allem der gemeinwohlorientierte Wohnungssektor. Dazu gehören die Landeseigenen, dazu gehören Genossenschaften und womöglich eben auch die vergesellschafteten Bestände aus dem Volksentscheid für die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen. Mir ist wichtig, sagen, dass wir nicht von dem, was da ist, zerstören, egal ob bestehende Bebauung oder auch bestehendes Stadtgrün, sondern nur etwas hinzutun von den Dingen, die wir noch nötig haben, also Nachverdichtung, aber eben halt nicht auf Kosten der Stadtnatur. Etwas Zweites, was mir sehr wichtig ist, dass wir den Raum der Straße rückerobern. Ich finde es einfach furchtbar, wie diese ganzen Blechkisten da rumstehen und unser Klima kaputt machen. Und das kann nicht sein, dass sie diesen Parkraum kriegen fast geschenkt. Und diesen Platz könnten wir so gut anders benutzen und wir könnten auch so viel Flächen entsiegeln und anpflanzen und damit das Stadtklima kühler machen. Also ich glaube, das braucht einen grundsätzlichen Wandel in dem Verständnis dessen, wie wir unsere Straßen benutzen. Wir als Initiative des Abrissmoratoriums fordern einen temporären Abrissstopp und die Erarbeitung ganz konkreter Kriterien, unter denen unter sozialen und ökologischen Maßgaben abgerissen werden darf. Das schont Ressourcen, das spart Energie, das vermindert CO2-Emissionen, das aktiviert den Leerstand in der Stadt und das verhindert Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse. Das Abrissmoratorium verstehen wir als einen Baustein innerhalb der Bauwende, der aber auch andere Bereiche umfasst, eben zum Beispiel die großflächige Fassaden- und Dachbegrünung, aber auch die konsequente Nutzung von passiver und aktiver Solarenergie und sehen die Umnutzung, den Umbau, die Aufstockung als die Maßgabe, die Stadt konsequent weiterzuentwickeln.